Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Boah. Alter, ich glaube, das war der beste Anfang, den ich hier hatte. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Entschuldigung, ich musste mal gerade ganz kurz aufstoßen. Ja, zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Infinity Skyblock. Oh Gott, warum passiert mir sowas immer? So, bevor ich jetzt hier neue mache, wir hatten hier noch. So. Zack und zack. Wir sind hier gerade immer noch dabei, das nächste Jetpack zu craften. Abgesehen habe ich hier natürlich auf die Flux Infused Jetplate, die ein bisschen nervig sein wird. Allein schon wegen. Naja, da. Das hier ist kein Thema. Das hier ist nervig. Aber hiermit haben wir einfach so eine krasse. Das ist immer ein Tank. Bist ein richtiger Tank mit, ganz ehrlich gesagt. So. Das haben wir. Wir brauchen dann wieder. Zwei Eimer von dem Gelumpe. Brennt das hier schon wieder? Ja. Und ich sollte mir auch überlegen, dann vielleicht ein paar mehr Capacitor Banks zu bauen. Wobei ich sogar erstmal sagen möchte, wir schauen jetzt erstmal, dass wir jetzt hier das Resonant Jetpack wenigstens fertig machen. Weil wir dann wenigstens schon mal viel, viel besser rumfliegen können. Flop, 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 flop. 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 So. So. Ja gut, dass jetzt einmal komplett aufladen wird. Genau deswegen wollte ich es haben. Das ist jetzt einfach nur so traumhaft. So, bevor wir jetzt aber hier wirklich richtig weitermachen, würde ich sagen, machen wir ein paar Crafting Units. Einmal zack. Machen wir vier Stück von. Eine Coal Processing Crafting Unit brauchen wir. So. 1K Storage Components brauchen wir. Nicht so. So bitte. Davon drei Stück. Dann die Crafting Units. Sehr schön. Unser erster Schritt in automatisches Craften. So, dann einmal. Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Okay. So machen wir jetzt erst einmal hier ran. Gott sei Dank, ich hatte schon gedacht, das Pack wäre abgeschmiert. Ich schätze mal, das wurde irgendwie platziert, aber auch nicht wirklich. Device offline, Device online. Sehr schön. Dann brauchen wir einmal Cable, Flux-Cable. Ich weiß, dass ich das gerade erstmal richtig scheiße am Aufbauen bin. Alleine schon so deswegen hier. Ich werde das auf jeden Fall hinterher noch
Mach es doch gleich, es ist so sweet, Digga. Boah, wie ich einfach jedes Mal hier nach dieser blöden Aktion da immer noch dem seine Ohren im Kopf klingeln habe, ne? So, hier können wir jetzt 8 Stück dran anschließen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Interface. So, das Interface haben wir hier von der Wort über natürlich nicht. Nein, das machst du bitte mit normalen Zertosquads. So, wieso machen wir jetzt ein ME-Interface? Ganz einfach. Mit dem ME-Interface können wir Autocrafting anfangen. Da kommen die Rezepte rein. Machen wir schon mal direkt ein zweites. Dann brauchen wir einen Molecular Assembler. Und ich weiß auch schon, als die ersten Rezepte, die wir da reinhauen werden. Machen wir nochmal so. Dann, oh. Ein Craft. Ich habe keinen Wood mehr. Ah, so. So. Mach mal so. So, dann war, wie war das? Wenn wir jetzt den Assembler hier ran tun, sagt er uns Device offline und so. Device online, genau. Network Apprentice. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, könnten wir so machen, dann wird das auch angezeigt werden. So. Dann mache ich einmal hier noch ein Kabel hin. Schauen wir uns mal die Terminals an. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wie das genau heißt. Interface Terminal war das nicht. Pattern Terminal, genau. Da brauchen wir noch ein Crafting Terminal. Okay, also nur noch einen Crafting Table. Nur noch. So. Boah, gerade läuft es aber richtig schön. Ah. Ich glaube, das Auto-Crafting wird uns hier einfach nur noch weiterhelfen. Ups. Pattern Terminal. Device Missing Channel, Device Online. So. Wir brauchen eine Blank Pattern. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Das machst du bitte mit Certus Quartz. Encode Pattern. So. Das kommt dann hier rein. Und er sagt dann, Craft eine Blank Pattern aus 2 Quarzglas, 3 Iron, 1 Zertus Quarzkristall und 3 Glowstone Dust. Quarzglas müssen wir ihm auch noch beibringen. Aber nicht mit Blackstain Glass, sondern mit. Oh. Ja. Finde ich geil, dass er bei Alloys Only sofort mit dem anfängt. Kleiner Trick. Quality Glass einmal ins Crafting wird zu normalem Glas. Wow. Ja. Ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich hier crafte. So. Setzen wir doch einmal das erste Rezept hier. Crafte mir 1. Das hat doch super funktioniert. Encode. Wir machen da immer so ein paar Rezepte nach. Sehr schön. Wir können jetzt hier auch auf Craftable gehen und da zeigt uns die Rezepte an, die gecraftet werden können.
So, wir sollten auf jeden Fall einspeichern die Rezepte für eine Formation Core. Aber vorher machst du mir bitte mal 10 Blank Patterns. Super. Das machst du aber aus. Status Quartz Dust, Encode. Annihilation Core, Encode. So, meine Lieblingsrezepte. Ein Capacitor. Ups. Ein Capacitor, Encode. Machen wir mal hier rein. Ich will das so ein bisschen geordnet haben. Auf jeden Fall, ich werde hier die Säulen werde ich hier unten über Dense ME-Kabel machen lassen. Das ist also so ein hier das ME-Dense-Kabel. Boah, hier haben wir das FreeX. Boah, wir brauchen da wie jede Menge Wolle, aber so ein Kabel hat 32 Kanäle. Und dann mit so einem Smart-Kabel können wir dann ja, sauber. Ein Smart Cable kann dann nochmal nee. Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich meine, das kann 8 oder 16 Kanäle übertragen. Nee, genau. Nee, ich weiß es doch nicht mehr so genau. Ich muss mich da mal genau reinlesen. So, jetzt können wir einfach mal sagen, Craft 1. Und er wird's machen. Oh, SME-System. Göttlich. Ein Interface sollten wir aber noch machen. Weil die werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Nein. Ein Molecular Assembler. Da brauchen wir noch Wood. Wieso lasse ich das auch noch nicht autocraften? Naja, ich will das anzeigen lassen, dass das, dass der so etwas sammelt schnell. Holz werden wir ja eine Menge brauchen. Also können wir ja noch vermehren. Und das würde ich dann sagen, dass wir das über die Sawmill machen. Ich glaube, es wäre am besten, wenn ich das dann sage. Na? Hoppla. Also, das war knapp. Dass ich hier noch eine Fläche dran mache, wo er dann so ein paar einzelne Maschinen hat. Ja, das wäre nicht schlecht. Und ich sollte vielleicht jetzt auch mal langsam mein Jetpack aufladen. Sind wir so bei 13 Minuten und kommen dann. Lassen wir das nochmal was aufladen, das würde mir auf jeden Fall nicht reichen. Komm, wir machen jetzt einfach mal so eine Fläche. Das geht ja schnell mit dem Builder's Wand. Machen wir ein bisschen von hier ausgehend. Sollten halt bloß nicht so nah an den Reaktor rangehen. Wir haben ja, können dann auch hier hinten schön an die Kanäle rangehen. Und wir müssen nochmal schauen, wie wir die, wo wir die Crafting Units dann hin platzieren. Wo kriegen wir Schaden vom Reaktor? Oh.
Okay, hier. Muss ich mal schauen, ob man das nicht irgendwie noch eindämmen kann, aber naja. Gloucester-Nook. So. 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 So und. So. Ich bezweifle zwar jetzt, dass wir jetzt irgendwie schon das Jetpack was ordentlich aufgeladen haben. Oh. 20% mehr als erwartet. Ja, hier, das müssen wir immer noch austauschen. Weißt du was? Wir nehmen das jetzt einfach. Ne, das war ein Fluid Transposer. Da lag doch noch etwas. Oh, sehr schön. Die Quarzblöcke können wir jetzt da reintun. Machen wir hier nochmal kurz. Tun wir mal auffüllen. So. Zack und zack. Dann stellen wir die Sommel hier hin. Wir sollten jetzt mal ein Interface machen. ME-System, crafte mir ein Interface. Start. Ah, schauen wir uns auch einfach mal den Crafting-Status an. Ah, okay. Das hat er jetzt nicht gemacht, weil das ME-System voll ist. Also es wurde fertig gecraftet, bloß, naja. Wir sagen dann einmal, nach unten soll der Input sein und... Ne, komm, das machen wir nicht da, das machen wir da. Wir brauchen halt noch Fluix-Cable. Also langsam kommt aber auch für mich wieder Spaß rein, richtig? Einmal Fluix. Ich werde vielleicht sogar einen Rancher bauen für die Schafe. Einfach, dass wir ordentlich Wolle dafür kriegen. Ich weiß es noch nicht. Weil das ME-System frisst da echt schon was Wolle. Super. Machen wir direkt mal so. Magnet an. Und zack. 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 Das ist angeschlossen. Super. Wir könnten jetzt über einen Import-Bus gehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Import, ja, müsste sein. Ich würde aber sagen, wir machen das eher so. Und wenn wir jetzt hier noch einmal sagen, Wood, wir haben ja hier jede Menge Spruce-Wood. Gehen wir jetzt einmal auf Crafting-Pattern. Schauen wir uns das Spruce-Wood an. Wenn wir das in der Sawmill packen. Wo haben wir denn? Da kriegen wir 6 Spruce Wood Planks raus. Dann sagen wir Processing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus 1 Spruce Wood machst du mir 6 Spruce Wood Planks. Craft. Also Encode. Gehen jetzt nochmal runter. Tun das hier rein. Und dann sag ich jetzt einmal, ich will hoffen, dass das klappt. Mach mir doch mal 20. No crafting CPUs are available.
Also, der hängt sich jetzt daran auf. 20. Start. Gehen wir nochmal begutachten. Oh. Ja, super. Okay, der braucht doch ein Servo. Nee, braucht er nicht. Mach mal einfach mal, damit er dabei schneller geht. Ja, da hängt er sich jetzt gerade auf wieder am Festplattenspeicher. Aber generell klappt das. Ich würde sagen, wir craften jetzt einfach nochmal einen ME Drive. Backen den Serverschrank daran. Sind jetzt aber auch schon wieder bei 20 Minuten. Ich würde sogar sagen, ich mache nochmal offscreen ein 2-3 Inscriber fertig. Und dann machen wir in der nächsten Folge Autocrafting weiter. Das wird jetzt noch in ein paar Folgen so weitergehen. Ich glaube, das ist echt das besser so, wenn wir es so machen, als wenn wir jetzt einfach sagen, mach das offscreen. Weil ich werde jetzt einmal hier nach unten so alle Maschinen einmal verlegen, die fürs Autocrafting wichtig werden. Ich werde auch hier anfangen, das werde ich mal wegreißen, das nervt mich richtig. Ja, wir werden jetzt einmal die Maschinen hier verlegen, die wir auf jeden Fall hier brauchen werden. Also fürs Autocrafting, wie Metalformer, Pulverizer, Redstone Furnace, das können wir gut gebrauchen. Also sowas. Fluid Transposer, mach mal Crucible, all einfach so etwas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt heute keine Folgen mehr aufnehmen. Ich werde auch mal noch ein bisschen schauen, wie ich das hier mit Shattered World jetzt weitermache. Die nächsten Folgen werden jetzt erstmal hier, wie gesagt, mit Autocrafting stattfinden. Wir werden jetzt erstmal so weit kommen, dass wir die bis zu den Solar Panels, die Ultimate. Ich muss mal selbst schauen, ob das sind, die ich im Kopf habe. Solar. Ja, die Ultimate Hybrid. Die müssen wir autocraften. Das hier können wir noch nicht so ganz, weil uns hier die Netherstars noch fehlen. Aber wenn wir die Ultimate Hybrid schon mal haben, dann können wir auch mal energiemäßig was weitermachen. Ich werde gleich nochmal. Obwohl, ja, ich werde hier die Teile hier, die Wasserräder, werde ich jetzt mal abreißen. Dann machen wir da irgendwie hier so einen Energiepark hin. Für Solar Panels. Weil ich möchte erst einmal die ganze Energie, die wir jetzt bekommen über IC2. Oh, warte mal. Ja, super. Ey, das wird immer besser, ne? Ich glaube, das hat einiges an Energie geschluckt, oder? Boah, geht. Ja gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier ordentlich an Energie weiterkommen. Energiemäßig will ich ja den Messfabricator auslasten. Also wirklich, dass er so einfach nur durchflitzt. Ich habe aber gerade das Iridium gezeigt. Hier Iridium haben wir 2600. Plutonium 2660 oder 23.000 Tiny Pile, also ordentlich was. Und hier noch 100 und eine Iridium Reinforced Plates. So, aber auf jeden Fall, nächste Folge geht's jetzt weiter. Sonst hänge ich mich hier weiter auf. Wir sehen uns dann, bis dahin. Tschüss!